Sie sagten vorhin, sie war auch etwas dicker. War das auch ein bisschen Frust? Ja, also es war so, dass ich ja sehr wenige Freunde hatte, immer nur alleine. Und irgendwann habe ich dann angefangen, jeden Tag in ein Geschäft zu gehen und mir Süßigkeiten zu kaufen, habe die dann in mich reingestopft. Ja, also anders kann man es nicht nennen. Haben Sie eigentlich in der Schulzeit vorher nie Lob bekommen dafür, dass Sie so schnell sind oder das alles so schnell auffassen? Und nee, also es war halt so, dass wir haben immer diese Rechenspiele vor allem in der Grundschule gespielt und wenn ich gewonnen habe, schon wieder die und immer die und wenn jemand anders gewonnen hat, alle klatschen, alle freuen sich, der kriegt irgendeinen Mohrenkopf oder irgendwas. Und ich stehe dann da toll. Und Sie gehen nachher in die Konditorei und kaufen sich 10 morgen. Das ist nicht zu fassen. Sie ist auch nicht erkannt worden. Sandra ist dann auch nicht erkannt worden. Ich denke, da hat es ein musikalisches Talent leichter, nicht? Ja, in gewisser Hinsicht schon. Also ich muss sagen, sie hat vorher gesagt, dass in der Grundschule, dass sie auch, es ist sehr langweilig war. Es war bei mir eigentlich genauso. Mich hat es einfach nicht interessiert. Sie haben dann wieder Geige gespielt? Ja, also es war für mich dann mehr in musikalischer Hinsicht interessant. Statt Mohrenköpfe zu essen, haben Sie den Frust an der Geige ausgegeben. So war es, genau. Naja, nee, das ist leichter. Man kann das mehr nach außen tragen, nicht? Ja. Besonders die Musik ist eigentlich doch eine sehr große Halterung, also wo man auch anderweitig Probleme hat. Wie sind die Noten so durchschnittlich oder ja, normal? Ich glaube, so 3,7 oder so. Na schön. Das ist, wir lachen jetzt und das ist ja, man soll ja auch nicht, ich meine, irgendwo ist es ja auch toll, Sie sind inzwischen Weltmeister und Sie sind an einer Schule, also wir haben ja letztlich hier zweimal sehr positive Fälle, das wollten wir auch, aber ich glaube, es ist auch sehr deutlich geworden, dass es bei anderen anders ist und dass es irgendwie immer noch nicht richtig erkannt wird, nicht? Wie war denn das, Sie als Eltern, haben Sie eigentlich mal daran gedacht, Sie irgendwie zum Arzt oder zum Psychiater oder irgendwo hinzubringen?